sterbe. Also ich muss zu dem Hebel auf jeden Fall hin. Aber den Hebel finde ich so schnell nicht. Das ist das Problem an der ganzen Geschichte. So, zwei Versuche noch. Alter, willst du mich veräppeln? Ja, klar. Nein. Was ich ja noch nicht probiert habe. Warte mal. Kann man die Bomben eigentlich auch explodieren lassen, wenn man da drauf schießt? Weil das habe ich noch nicht ausprobiert. Tatsächlich, das geht auch. Okay. So, wo ist der scheiß Hebel jetzt? Siehst du, ich bin schon wieder falsch hier. Das ist das Problem. Da war der andere Hebel. Ja klar. Machst du noch unfairer. Oh, wie halte ich die nur auf? Warte mal. Also das hat schon mal nichts gebracht. Oh, Kacke. Ich sehe den scheiß Hebel nicht. Das bringt auch nichts. Da ist der Hebel. Okay, das funktioniert. Aber nicht lang genug. Oh Gott. Oh nein. Komm, steh auf, du blöder Penner. Scheiße, renn da raus!
Weiß gerade nicht, was ich machen soll. Ich bin tot. Ach, da komme ich durch. Warte mal. Lauf! Nicht zurückgucken, renn einfach. Scheiße! Alter! War das eine Aktion jetzt? Nee, komm. Für wen hältst du dich? Ich weiß, wer du bist, Sebastian. Ich weiß, wonach du dich sehnst, was du fürchtest. Wirst du leben können mit dem, was ich dich tun lassen werde? Joseph konnte es nicht. Dass sie dich mit reingezogen haben. Wie auch immer, du gehörst mir und ich werde dich benutzen. Auch in ein paar Arme? Munitionshaushalt checken. Warte mal. Kann ich ein paar? Davon kann ich keine herstellen. Da auch nicht, da auch nicht, da auch nicht. Okay. Ist ja nicht viel gewesen, aber... Boah. Gucken, ob ich irgendwo eine Ecke finde zum Abspeichern. Das wäre nicht schlecht. Weil nach der Aktion jetzt brauche ich echt eine Pause. Scheiße, schon wieder hier. Ach nee. Aber da konnten wir doch vorhin abspeichern. Oh. Geht nicht mehr? Ein Kartenteil. Hä? Ich will ja nichts sagen, aber... Warte mal, da war doch die Eingangstür. Auch zu? Die müsste eigentlich auch zu sein. Wenn die jetzt auch noch zu ist, dann verstehe ich das aber nicht. Hm. Nur geradeaus bleibt uns. Ah ne, da vorne war ja auch noch eine Tür. Die hier. Naja, dann bleibt ja nur das übrig, ne? Dahinter war ja der Geheimraum. Hinter dem Regal. Der jetzt nicht mehr da ist. Okay.
Was zum Teufel ist das für ein Geräusch? Hört sich an, als ob da einer schreibt oder sowas. Was zur Hölle soll das werden? Ein Versuch, uns zu retten. Wirklich? Es sieht eher so aus, als würden sie ein weiteres Monster erschaffen. Ich habe für sowas keine Zeit, Detective. Ich auch nicht. Leslie war schon einmal hier. Und kam zurück. Er hat die Verbindung mit Ruvik überlebt. Und zwar als einziger, soweit ich weiß. Wundervoll. Und was hat das mit all dem hier zu tun? Es ist unser Weg raus, Detective. Unser einziger Weg zurück. Dieses Geräusch! Nein, es funktioniert. Gott sei Dank, es funktioniert. Funktioniert super. Leslie, alles okay? Es sollte doch. Warum hat es nicht? Ach nö. Das ist es. Deshalb. Doktor, weg! Er will dasselbe wie wir. Er will raus. Ich höre die Musik. Ah, wo sind wir? Zurück? Sieht alles normal aus hier. Wer klopft an die Pforte? Hey, ich weiß, dass du da draußen bist. Hör mir zu, verdammt! Ich höre doch. Da muss ich rein. Ich gehe doch rein. Da gehe ich jetzt nicht runter. Das kannst du vergessen. Ich lasse mich von dir doch nicht einschüchtern. Ruvik ist jetzt wohl ziemlich sauer. Ein Stem-Terminal zerstören? Hätte nicht gedacht, dass er so weit geht. Hä? Stem? Er muss dicht dran sein, wenn er die Verbindung zur Vergangenheit kappt. Alles, was ihm bleibt, ist die Verbindung zum gegenwärtigen, ursprünglichen Stem in der Klinik. Klinik? Beacon Nervenklinik? Dort wird er sein. Er wartet auf ihn. Wenn ihm nicht jemand zuvorkommt, kommt niemand jemals wieder hier raus. Ich glaube, hier kommt sowieso niemals irgendjemand wieder raus. Mit dem Pap... An ihnen haftet der Geruch von Blut. Na, besser als von Tod, ne? Schwester, du hast mich ganz schön erschrocken, aber... Zeitung?
Ja, dass der jetzt vermisst wird, ist klar. Der dürfte jetzt etwas platt sein. So, Freunde, wie schon gesagt, an der Ecke machen wir jetzt einen Break. Und wir sehen uns in der nächsten Session. Vielleicht heute, vielleicht morgen. Wir werden es sehen. Bis dann. Ciao.